Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Auch von mir frohe Weihnachten und willkommen zu einer weiteren Folge von der Stronghold 1 Definitive Edition, wo wir heute uns weiter in der Juwelenkampagne befinden, nämlich Flucht von der Viperninsel. Und es geht heute an Mission 5 Kommandoübernahme. Wenn ihr Weihnachtsgrüße da lassen wollt und es euch gefallen sollte, einen Daumen nach oben gerne da lassen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, auch sehr gerne von euch zu lesen, ist auch immer schön. Oder halt auch genauso den Kanal gerne abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt und mehr Videos hier sehen möchtet. Ja, ich würde gar nicht lange drum rumlabern. Wir starten einfach direkt rein hier in Mission 5 Kommandoübernahme. Schon geht's los. Viel Spaß! Als wir die Schlucht verließen, sahen wir eine Burg unter schwerer Belagerung. Das musste die andere Gruppe von Loyalisten sein. Die Burg schien schon fast zu fallen, also verschafften wir uns durch das Südtor schnell Zugang unter einer behelfsmäßigen weißen Flagge. Der Hauptmann übergab Sir Longarms Befehle einem äußerst erschöpften Feldwebel und machte sich sogleich daran, die Verteidigungsanlagen zu befestigen. Okay, dann müssen wir unterstützen und wir übernehmen wahrscheinlich jetzt eine Burg und dürfen alle angreifenden Wellen abwehren. Auf sehr schwer natürlich und wir kriegen auch hierfür 5 Hinweise hoffentlich gestellt. 1, 2, 3, 4 und es sind sogar 5. Zu Beginn hast du viele Ressourcen, bringe schnell die Waffenproduktion zum Laufen. Waffenproduktion, positiver Angstfaktor und... Armbrustschützen, auch wenn die lange in der Produktion dauern, oder erstmal massig Bogenschützen eventuell. Bringe schnell die Pechproduktion zum Laufen. Das nutzt ihr bei späteren Angriffen. Pechproduktion, ja, das klingt nach einem guten Weg. Auf ein bisschen Geld. Rüste die Burg nach Möglichkeit mit Steinen auf. Das wird, glaube ich, die größere Herausforderung. Je nachdem, wie viele Armeen von der Stange da auf uns einprügeln. Und schütze frühzeitig das Gewerbe im hinteren Teil der Burg. Im hinteren Teil, also okay, wir haben eine Vor- und Hinterburg oder was? Der letzte Angriff ist mächtig, errichte ausreichend Verteidigung. Ja, okay, wir müssen uns erstmal mit der Lage vertraut machen und schauen, was wir machen dürfen und was nicht. Aber das kriegen wir schon hin, deswegen einfach mal rein in die Mission und planen. Die Festung untersteht eurem Kommando, Sir. Wir sollten diese Männer schnell in Position bringen. Meinen die das hier mit Gewerbe im hinteren Teil der Burg? Weil das finde ich ja grauenvoll. Warum das Vorratslager ist voll, my Lord. Das ist mir egal, aber warum ist denn der Kornspeicher hier hinten draußen? Sorry, aber das ist einfach hardcore dämlich. Okay, wir müssen zuerst, bevor wir überhaupt uns irgendwie aufbauen, optimieren. Weil das kann ich so nicht stehen lassen. Wir kriegen 200 Holz. Wir kriegen Steine. Wir kriegen Weizen. Brotproduktion haben wir ja in jedem Falle. Das heißt, ich würde wahrscheinlich die Farmen hier abreißen und auch den Kornspeicher inklusive und die nach drinnen verfrachten irgendwo, dass wir hier alles im Notfall beieinander haben. Da haben wir Hütte. Das sieht alles aus wie hingestellt und nicht gewollt. Ich glaube... Eventuell Kornspeicher hier irgendwo in die Ecke dazu bauen. Die Waffenkammer ist am Lager. Oh mein Gott, wer macht denn sowas? Die Waffenkammer ist direkt am Vorratslager. Das blockiert so einen Zulaufweg hier oben. Die müssen wir auch abreißen. Ich glaube, ich setze die hier nach da unten. Dann würde ich eventuell eine Farm hier bauen. Oder vielleicht hier unten. Dann... könnte man so hier ein paar Reihen Bogner bauen, erstmal für Bogenschützen zu haben. Und die könnte man ja mit einem plus 5 Angstfaktor stärken. Oder umgekehrt. Wir machen das trotzdem hier unten hin und bauen uns hier direkt eine Käsefarm hin. Dass wir dann hier Gerber haben, hier Bogner und dann können wir hier einfach kombiniert produzieren, abgeben und zack, hier kurze Laufwege haben. Das ist, glaube ich, die beste Option. Ja, machen wir es, glaube ich, so. Gehen wir runter auf Tempo 5, kurz wegen der Mod von uns. Reißen die Dinger hier ab. Setzen direkt die hier nach innen. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Dann reißen wir einmal das Ding hier ab. Kornspeicher. Einfach mal hier hin, komm. Wir benötigen Holz.
So, Holz kommt jetzt gleich ins Lager rein. Wir haben nicht genügend Holz, my lord. Dann kommt die Waffenkammer hier hin. Ich mache eine Käsefarm hier unten hin. Wir müssen das probieren. Ich würde gerne am Anfang mit Bögen arbeiten und später mit Armbrüsten. Vielleicht direkt schon mal planen, dass wir ein bisschen Gold haben für Angstfaktorgebäude. Je nachdem, wie früh die erste Welle kommt, dass wir direkt uns hier verteidigen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann hier unten mal aufbauen. So. Können wir Waffen kaufen? Nein, dürfen wir gar nicht. Nahrung dürfen wir komplett und wir dürfen kein Eisen kaufen, verstehe. Wir dürfen auch nur, so wie es aussieht, Armbrüste und Bögen, eventuell wahrscheinlich nur Lanzen, in dem Falle, und nur Leder produzieren. Dann machen wir nach Plan Bogenschützen erstmal. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Erstmal drei Bogner. Ich werde, glaube ich, den Teil hier unten ein bisschen einreißen und vergrößern. Dass wir quasi bis dahin gehen können. Also hier 1, 2, 3, 4 und dann hier einmal die Grenze setzen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So. Dann bauen wir zuerst Bogis. Wie viele haben wir? Ihr werdet plus als der 5. gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt, euer Gnaden. Naja, noch kommen Leute dazu. Das heißt, noch sind wir nicht aus der Nummer raus. Dann, wir werden bei dem Holz, was wir haben, vielleicht mit 2 oder 3 Bäckern arbeiten hier oben zuerst mal. Dass wir so ein bisschen Nahrung rankriegen. Machen wir ruhig 4. Aber wenn wir 4 Bäcker haben und eine Farm hier das komplett versorgen kann. Wir haben eine Mühle dazu. Die könnten wir auch noch optimieren, rein theoretisch. Die optimieren wir auch noch. Ich setze die... Ich glaube, hier mache ich die hin. Dann können die direkt hier am Lager, zack, hier warten, hier rumdackeln und mitnehmen. Und hier vorne... Wir könnten einen großen Turm bauen oder die Burg zu mauern. Ich glaube, ich will den großen Turm. Einfach nur für den Höhenvorteil zu haben. Dann können wir noch ein paar Gärten hier unten an den Bergfried bauen. Das müsste eigentlich passen. Machen wir es so rum. Ich setze den hier hin. Würde dann, falls nicht ausreicht, hier nochmal Angstfaktorgebäude hin platzieren. Das hier so im Allgemeinen vielleicht ein bisschen aufwerten. Den Tower hier schützen könnte man mit Holz oder Stein. Ich glaube, ich mache mal so ein bisschen Kalif-Move gerade. Und zwar am Anfang, weil ich nicht weiß, wie viele Armeen kommen und wie groß. Ich würde mal Holzfäller bauen, aber erstmal in der Burg. Und zwar hierhin. 3 Stück oder 4. Dass die quasi von hier aus zum Wald laufen müssen, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber dann sind die geschützt vorm Zerstören. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Dann lassen wir ein bisschen Holz übrig, dass die Fallmacher noch arbeiten können. Und dann würde ich sagen, gehen wir ran an den Speck. So. Wir haben Angstfaktor, wir haben Ihr Bevölkerung. Als der gütigste Mann des gesamten Königreichs in verehrt, diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Wir werden hier Bögen bekommen. Guck mal. Eure Befehle? Alles zusammenziehen. Hier unten hin. Die Truppen der Schlange greifen an. Ja, guck mal. Direkt schon so eine Armee. Ungeil. Aber wir bleiben auf Tempo 70. Wir haben so 10 Piken, wir haben so 10 Lanzen und gefühlt 30 oder 20, eher 30 Bogis. Okay. Kurze Lagebesprechung. Wir können nichts ausbilden, wenn wir keine Waffen haben, haben wir gesehen gehabt. Die können noch nichts produzieren gerade. Wir haben Angstfaktor plus 5. Ich glaube, der beste Weg gerade, um das zu lösen, ist, wir machen hier ein Loch rein und stürmen mit allen Truppen, die wir haben, außer den Bogenschützen nach draußen.
Oder Moment. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Ich habe eine Idee. Wir machen Tempo 5 kurz. Moment. Können wir uns Pech kaufen mit der Sakia? Ja, können wir. Okay. Jungs, ja. Ihr greift den Tower hoch. Sind auf dem Weg. Ich mach denen hier ein Loch rein, dass die hier reinlaufen müssen. Dann können wir hier so einen Todespfad hinmachen. Dann rennen wir den Truppen gar nicht erst raus, sondern wir halten die hier vorne schön auf. Und ich schicke euch hier hinter den Turm, nicht auf den Turm. Damit wir vom Bergfried aus das Ganze beschießen können. Ich meine, Stronghold ist einfach schon immer nur ein Optimierungsproblem gewesen. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Hier hin. Mein Herr. Ihr bleibt mal hier unten stehen. Auf Abwehrhaltung. So. Die überlegen noch, wo sie hinlaufen wollen. Aber wenn die jetzt alle hier reinlatschen, was das Ziel wäre, dann dürften die hier eure Befehle dahin schießen können. Und wenn sie treffen, dann brennt die Bude. Die Lanzen können wir abwehren, aber sobald die Piken da sind, müssen wir unsere Ritter und Co. zurückziehen. Wir schauen. Das könnte funktionieren. Hi. Wir machen euch mal auf die 2. Bin zur Stelle. Euch mal auf die 1. In Ordnung. Aber die Ritter mal auf die 3. Colbys auf die 2. Piken auf die 4. Schultert die Waffen. Was will? Ja, ja. Hi. In Ordnung. Über Ritter auf die 4 dann. Bogen, was habt ihr vor? Was wünscht ihr? Zu Diensten. Wie lautet der Plan? Mein Bogen ist euer. Ihr könnt von da aus trotzdem treffen. Nicht ganz so geil wie erwartet. Nice. Na endlich. Schulter zu befehlen. Wir warten noch. Weiter da hinten bleiben. Was uns entgeht, nicht. Von der Pike aufgelernt. Eure Befehle? Kommt. Und. Feuer. Feuer gefällig? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Let's go. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Mit was für einer Quote vor allem? Sehr geil. Okay. Also die Strategie ging komplett auf. Wir haben noch 8 übrig. In Bewegung. Das ist gut. Ich würde mal sicherheitshalber speichern als Flucht von der Viperninsel. Das ist dann Mission 5, Part 1. Und speichern. Und dann geht's von hier aus weiter. Also wir haben ja Holzfäller überall. Auch die hier in der Burg. War aber klar, dass wir hier länger brauchen werden. Holz kommt, dann können die loslegen. Dann Nahrung sieht. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ganz okay aus eigentlich mit 4 Bäcker. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Dann drücken wir Steuern rein und bleiben bei der Idee. So. Da kommt schön Holz. Da kommt noch mehr Holz. Da haben wir dann ein paar Bogner mehr. Dann würde ich den ersten, glaube ich, gleich auf Armbrüste umstellen wollen. Dann machen wir 2 Stück auf Leder. Und das sind die ersten Bögen. Let's go.
Ihr werdet als der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt, euer Gnaden. Stimmt, wir haben ja plus 5 Angst, wird er auch noch. Ich kann das nicht bezahlen. Dann können wir 8er Steuern reindrücken. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg. Okay, in diese vorbereiten. Richtung. Dasselbe Spiel nochmal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Dahin. Wir lassen die schön hier reinlaufen. In Ordnung. Vorwärts, Pikeniere. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, nachrüsten. Die Truppen der Schlange greifen an. Bin zur Stelle. Ja. Da kommen sie wieder, Sire. So. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist hier auf euer. Die 1 wieder. Genau wie vorher. Ja, Herr. Eure Leutschaft. Steht zu Diensten. Bereit halten. Ja. Mein Herr. Manchmal hilft nur Muskel. Bewegt euch. Die Klangen sind geschossen. Schultert die Wunde und geht niemand. Was wünscht ihr? Auf dem Weg. Aber gern. Rein, 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 rein. Pikiniere. Komm wieder. Abfangen. Aber gern. Eure Befehle? Feuer gefällig. Die Pferde sind gesammelt. In Ordnung, Verzeihung, Sire. Vorwärts, Pikiniere. Der Feind ist bezwungen. Perfekt. Auf dem Weg. Perfekt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir brauchen mehr Leute. Es werden Rekruten benötigt. Wir brauchen ein paar mehr Hütten. Es werden Waffen benötigt. Oder zumindest eine. Rücken aus. Ihr werdet als der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt, euer Gnaden. Es sind nicht genügend so. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude Gehen zu verwalten. Gehen wir mal bis dahin, dann da oben das. Wir machen eine Hütte mehr für 8 Leute mehr. Durch die erhöhte Produktion dürfen wir es immer noch ausgleichen können. Wir haben noch genug Weizen. Wissen Sie, noch genug Mehl, eher so rum. Ich würde noch eine Weizenfarm mehr in die Burg setzen. Und zwar genau hierhin. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Und Marsch! Ja, das hat die Schlange bestimmt denen auch. So. 1, 2. Machen wir mal 3. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Klar, wir brauchen nicht mal Stein unbedingt direkt. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Pech. Die Truppen der Schlange greifen an. Ja, Moment. Kurz runterscrollen. Wie viel haben wir? Sind gleichbleibende Armeegrößen. Alles klar. Bin zur Stelle. Ja. Zu Diensten. Noch mal ein bisschen Pech nachkaufen. Schultert die Waffen. Und wir haben es, ja. Aber gern. Haben wir noch plus 5? Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden. Wir haben plus 5 verloren. Okay. Wir benötigen Gold. Nicht gut. Und jetzt? Das Volk glaubt, oh. Ihr seid von äußerst gutem Wesen, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Was wünscht ihr? Vorwärts, Pikiniere. Auf dem Weg. Aber gern. Rein, 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 rein. Bogenschützen bereit. Feuer. Zündet an die Bude. So rum.
Die Burg hat standgehalten. Perfekt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, wir haben noch unseren +5-Bonus. Nahrung. Unsere Lebensmittelvorräte immer mehr. Dahin, euer Gnaden. Perfekt. Bin zur Stelle. Ein paar mehr Bogis. Es werden Rekruten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Also im Grunde brauchen wir nicht mal mehr eine Steinproduktion und auch keine Pechproduktion. Weil die fallen alle so sehr vom Pathfinding auf diese Falle rein. Der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Haben wir noch Pech? Ja, haben wir noch ein bisschen. Wir kaufen ein bisschen dort nach, nur für den Fall der Fälle. Die Truppen der Schlange greifen an. Entlegene Dörfer. Eine Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Weiter wie bisher. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung. Er macht dieselbe Armee wie vorher. Der Bogen ist euer. Die Truppen der Schlange greifen an. Oh. Ja, endlich. Was habt ihr vor? Auf die Wasser. Von Winzen. Auf dem Weg. Anzünden. Schultert die Waffe. Eine Armee weg. Bin zur Stelle. Was wünscht ihr? Vorwärts, Pikiniere. Na, wir warten noch. Oh, jetzt aber. Wegpieksen, los. Kommt. Den feindlichen Angriff überlegt. Rückzug. Bis dahin. Aufrüsten. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, aber das Muster klappt einfach. Wir sind bei wie viel? Wir sind noch nicht mal bei einem Viertel. Das ist nicht euer Ernst. Okay, wir sollten vielleicht doch ein bisschen Stein produzieren. Damit das nicht mal ein Viertel ist, dann haben wir noch eine Menge vor uns. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Toi, toi, toi. Aber wenn jetzt die ersten zwei Armeen kommen, wird's spaßig. Die Truppen der Schlange greifen an. Das sind doch keine Ende. Es werden Waffen benötigt. Haben wir noch den +5er-Bonus? Wahrscheinlich nicht, oder? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wer spießt am meisten aus? Auf dem Weg. Feuer. Zu Diensten. Der Feind ist bezwungen. Haben wir. Let's go. Die Truppen der Schlange greifen an. Das nimmt kein Ende. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Was wünscht ihr? Wieder mit ihnen, aber gern. Die Narben der Schlange sind sehr knapp. Rennen lassen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wir müssen mal kurz speichern. Das könnte sonst, glaube ich, ein bisschen bremsig werden. Mission 5, Part 2, kommt von oben gerade. Und speichern. Ich brauche hiervon. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Was?
Es werden Waffen benötigt sein. In Ordnung. Vorwärts! Da hat man vielleicht ein bisschen was gegen machen. Die Schlange greifen an. Oh oh. Eure Leute. Wir sind zurück. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay, Hütten hier unten am Rand der Map. Vorher speichern sollen. Gold fließt in die Schatzkammer. Komm, weg damit. Der Feind befindet sich in der Burg. Klar, wir haben einen Fehler gemacht. Man wird dem Lord zu leise. Eine Botschaft der Schlange. Ihr habt schon wieder Mist verloren. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Wir müssen in jedem Fall laden. Ihr seid besiegt. Wir müssen in jedem Fall laden. Also der Spielstand ist quasi, den kann man vergessen. Selbst. Wobei, selbst wenn wir dann vielleicht versuchen würden, ein bisschen was aufzubauen. Nee. Das ist gefühlt nicht drin. Nochmal rein, da. Die Festung untersteht eurem Kommando, Sir. Wir sollten diese Männer schnell in Position bringen. Kriegen wir von hier aus einen guten zweiten Anlauf hin? Ich bin mir unsicher, aber wir müssen es probieren. Und laden. Hab ich von hier aus irgendeine valide Chance? Die Dinger stehen zwar schon da, naja. Wir können halt versuchen, mal kurz den hier zu machen. Dass wir uns eben hier Zeit quasi einkaufen damit. Was die eventuell vorne rumlenkt. Wir könnten auch versuchen, na gut, das passt nicht mehr hier hin. Das geht nicht mehr, wie ich erwartet hätte. Machen wir hier so eine Feuerspur. Dass wenn die hier zum Tor ausrennen, wollen wir die da noch... Oh, wenn die zum Tor ausrennen, das könnte was werden. Ich brauche in jedem Falle mehr Pech. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Probieren wir. So. Ja. Wir könnten die zu uns runterbaiten zuerst. Ja, wir lassen die direkt ins Feuer laufen. Die haben hier eh genug zu tun. Wenn die breite Masse hier ins Pech reinläuft... Dann schießen wir drauf. Wo rennt ihr hin, Jungs? 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 Die Truppen der Schlange greifen an. Feuer gefällig. Ja, es geht aber noch. Knapp vorbei ist auch daneben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Okay, die haben ihr Pathfinding geändert. Sehr gut. Schultert die Waffen. Auf dem Weg. Mein Bogen ist euer. Jetzt.
Schön. Eine komplette Armee gefuttert. Und die kriegt noch Schaden. Jawohl. Das halten wir diesmal. Komm. Und hiernach müssen wir direkt speichern. Die Burg hat Stand gehalten. Okay, speichern. Direkt speichern. Direkt speichern. Von hier aus machen wir weiter. Und speichern. So, jetzt haben wir zwar natürlich ein bisschen getryhardet hier oben, was halt immer unschön ist, aber hat ja funktioniert. Und wir haben die ersten Steine wieder im Lager. Sehr cool. Okay, dann würde ich mal hier oben nachrüsten wollen. Und hier vielleicht auch so ein kleines bisschen. Vielleicht bei Gelegenheit hier eine Treppe hinbauen. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, Nahrung. Sieht gut aus. Wir haben genug Weizen. Wir haben gerade kein Mehl. Das ist nicht so super. Mein Herr? Ich setze jetzt auf alles, auf Armbrüste. Wenn wir von hier aus mit nur noch schweren Geschützen arbeiten müssen, dann kriegen wir das irgendwie hin. Das klingt vielleicht total bescheuert, aber ich bin so paranoid, ich würde hier einen Brunnen hinsetzen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Und Lord. Auch... im Grunde, lass mal überlegen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wir lösen den Teil hier auf. Falls wir es brennen lassen müssen in der Burg. Wir haben keine Nahrung mehr, Sire. Eure Beliebtheit sinkt. Da brauchst du einmal einen Brunnen, ne? Da brauchst du einmal einen Brunnen und schon geht's bergab. Eure Lordschaft? Vorwärts, Pikeniere! Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr werdet als Was der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt, euer Gnaden. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Zwei Armeen. Feuer frei. Feuer. Die Truppen der Schlange sind sehr knapp, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir brauchen noch mal ein paar. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Näher zum Feind. Okay, nächste Truppe. Zu Diensten. Es werden Waffen benötigt. Da warten wir noch ein bisschen. Schultert die Waffen. Auf dem Weg. Aber gern. Solange es nur die paar sind, das geht sich aus. Kommt und die Nahrungsvorräte sind rein sehr da. Knapp, Sire. Mein Bogen ist euer. Und davon da aus. Let's go. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Auf den Weg. Noch nicht. Noch nicht. Und rein da. Let's go. In Ordnung. Vorwärts. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Da kommt eine Füllung. Achtung. 3, 2, 1. Feuer. Feuer gefällig. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Let's es werden Waffen benötigt, Sire. Es okay. Waffen benötigt, Sire. Das geht aber klar, das kriegen wir hin. Die Truppen der Schlange greifen an. Und nächste Welle.
Das hier durchzuhalten ist auf Dauer aber auch schon ein bisschen nervenaufreibend. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Und wo kommen die denn? Von oben. Bin zur Stelle. Das können die abfangen. Das Pech heben wir uns auf. Für dieses nicht notwendig. Zu Diensten. Und jetzt. Schultert die Waffen aus dem Weg. Noch nicht. Feind ist bezwungen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Eventuell verlegen wir. Wir verlegen eventuell das komplette Gebäude nach vorne. Und zwar, ich glaube, ich würde hier die Baumeistergilde hinstellen. So. Und den Turm hier austauschen komplett. Wenn wir genug Steine haben, was wir gerade haben sogar, den hier hinstellen. Um dann eventuell... Die Truppen der Schlange greifen an. Den Weg hier zu nehmen gleich. Es werden Waffen benötigt, Sire. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wie viel von wo? Von da oben? Kleinere Truppen? Naja, machbar. Es werden Waffen benötigt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Was wünscht ihr? Wir warten. Es werden Waffen der Schlange greifen an. Die nächste Welle, die kommt, nehmen wir. Die Truppen der Schlange greifen an. Doppelwelle, nicht so gut. Hi. Zwei ordentliche Wellen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wir warten noch. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Solange ich jetzt alles so einfach in die Falle laufe, ist das auch okay. Auch bei denen hier. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Na, wobei. Sicher. Der Ochse. Die Burg hat Stand gehalten. Haben wir geopfert? Aber geht. Okay. Die Leute verlassen die Burg. Oh, verdammt, Gold warum? Fließt in die Schatzkammer, Sire. Wollt kein Essen haben, ne? Nein! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Es kommen Leute zur Schatzkammer, leert sich. Direkt mal hier gegenhalten. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Und stimmt, wir haben kein Bier gespielt bis jetzt. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Aber warum will ich mich nicht? Der Kornspeicher ist leer, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte das wachsen, Volk liebt Sire. Euch, my Lord. So. Die Truppen der Schlange greifen an. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir brauchen mehr Lederer. Oder mehr Gerber. Die Truppen der Schlange greifen an. Eine Welle. Eine Welle von links, okay. Die hat immer so abgewehrt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Das halten wir. Oh.
Eure Lordschaft? Es werden Waffen benötigt, sein. Mit einem Tower in offenen Burg. Die Truppen der Schlange. Oder eher in einem offenen Schleichweg. Es werden Waffen benötigt, Sire. Schultert die Waffe, was wünscht ihr? Eventuell doch nach vorne an die vordere Front ziehen. Zur Stelle. Im Laufschritt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Eure Beliebtheit steigt. Achtung! Mein Bogen ist euer. Die Truppen der Schlange greifen an. Wie viele noch? Da oben wieder so eine Armee? Das ist einfach nur eine Dauerbelagerung. Es geht mal hin. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Kommt schon. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Steine haben wir wieder. Let's go. Geld kommt dran. Also wir können uns nur ein paar Sachen kaufen, wenn wir es brauchen. Aber momentan, wir haben jetzt 3/4 der Runde überstanden. Sagen wir mal gut 2/3 zumindest. Wir benötigen Steine. Deck uns mal an der vorderen Kante an. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wir gehen mal hier hin. Jetzt gehen wir mal an die Front. Die Truppen der Schlange greifen an. Dahin. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Die Bogis bleiben hinten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Mein Herr? Die Truppen der Schlange greifen an. Die Truppen der Schlange greifen an. Dreierarmee. Schön zu David. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Abdrücken. Der Feind ist bezwungen. Guten Morgen, was ein Stress. Was ist ein Stress, das hier? So, von da aus, ich mache hier lieber einen weniger, damit nicht der Burghof innen drin anfängt zu brennen. Ja, wir haben Entlegene mal da, da. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir können dir helfen. Belagerungsgeräte bemannt. Waffen geschultert. Können wir welche hier hinstellen? Bogenschützen bereit. Mal welche hier hinstellen? Die Truppen der Schlange greifen an. Wir stellen die aber nach vorne. Weg. Es werden Waffen benötigt, Sire. So. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir verlagern die Fronten. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Die Burg hat standgehalten. Die Arbeit dieses wurde Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my Lord. Die Truppen der Schlange. Ich frage mich, warum hier kein Käse-Dude mehr rankam. Er war wohl irgendwo stuck gewesen. Das Vorratslager ist. Es werden Waffen. Es werden Waffen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Perfekt.
So. Das ist Tempo 180 mal laufen. Wir haben den feindlichen Schlangenkreis überlebt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Steine Richtung. Haben wir genug. Ressourcen im Allgemeinen aber auch. Die da oben haben keine Chance. Sehr gut. Die Truppen der Schlange greifen an. Nur im Fall der Fälle. Solange die durch den einen Gang da durchlaufen wollen, sind die dumm genug zu failen. Der Feind ist bezwungen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Gehen wir hier oben hin. Eure Beliebtheit sinkt. Turm dahin. Palisade außen drum herum. So, mal gucken, ob das hier. Oh, ich räume hier so ein bisschen mal auf. Das sieht, glaube ich, sonst ein bisschen merkwürdig aus. Mach's mal eher so. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Das so ein bisschen aussieht, wie von wegen man wollte was hier rausmachen, aber ist nicht ganz das geworden, was man haben wollen würde. So, komm, Baumeister. Die Leute von der Schlange greifen an. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Vor allem, wir haben die Pechproduktion immer noch nicht mal angefangen. Wir kaufen das die ganze Zeit. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Aber das Problem ist eher, das Lager ist mit Holz überfüllt. Die Burg hat standgehalten. Pech haben wir. Hier mehr. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle. Oh, bleib mal hier rüber. Und Marsch. Achtung. So, umverlagern. Dann haben wir den Turm hier voll. Da oben können wir noch, wenn wir wollen. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr, in Bewegung. Dahin. Die Truppen der Schlange greifen an. Wie viel kommt? Jo, natürlich! Die Burg hat sich spontan dazu entschieden, mal eben hier zuzumachen. Ach du Schande! Na, wobei. Wir lassen noch kurz offen. Dann machen wir zu. Leute. Es war mir eine Ehre. Speichern. Part 4. Oh Gott. Das wird wehtun. Und speichern. Wir machen auf Basis von Tempo. Ha. Ha, holla, die Waldfee. Eure Befehle? Ja. Kommt. Kommt dran hier. Kommt. Noch nicht. Noch nicht. Immer noch nicht. Wir warten. Jetzt. Wie, die sind drin. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das laden wir nochmal. Wie sind die da reingebrochen? Und laden. Wie sind denn die da reingebrochen? What? Nein. Und los! Feuer gefällig! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Der Pech kam wieder zu früh nochmal. Und laden. Dahin.
Wir feuern. Jetzt. Wir können den Teil der Armee komplett futtern. Na, zumindest fast. Es werden Waffen benötigt sein. Oh oh. Das klappt auch nicht so ganz. Oh oh. Ja, nochmal. Und laden. Ich muss die alle in eine Falle locken. Die müssen alle in eine schöne Falle. Und wir werden mal Mission 21 auffahren hier. Und zwar, was ja Wolfi am Ende gemacht hat, ist ja in seiner eigenen Burg hier so ein Ding gelegt. Das heißt, egal wo die reinbrechen, Anova brennt hier alles. Ja, machen wir mal richtig schön den Wolf hier. Wenn es hart auf hart kommt, zünden wir den gesamten Hof an. My Lord. Keine Rücksicht auf Verluste. Da oben hin damit. Da hinten an der Front würde ich auch noch was machen. Da haben wir jetzt aber wirklich hier so ein Mission 21 Szenario. Ihr habt nicht genügend Gold. So, Gold ist alle. Jungs, ich wünsche euch viel Glück. Toi, toi, toi und los geht's. Hier hin. Feuer gefällig. Hinten. Hier hin. Feuer gefällig. Aber Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Schultert die Waffen. Verzeihung, Sire. Dahin. Zur Stelle. Feuer gefällig. Der Feind befindet sich in der Burg. Da hinten alles. So, Mission 21 erfüllt hoffentlich. Na, wow, geht da was. Die komplette Hütte brennt. Feuer gefällig. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Auch zu welchem Preis? So. Neuer Plan. Upp, dahin damit. Weil das ist zwar eigentlich das Ende, aber trotzdem verhüpfen. Hübsch machen das Ganze. Festung gehört uns. So. Habt ihr noch ein bisschen was übrig? Wir sind siegreich, Sire. Alte Schwede, das war richtig geil. Ich meine, es ist halt unrealistisch, irgendwie zum Ende natürlich alles abfackeln zu lassen. Aber ganz ehrlich, wenn das Wolf in Mission 21 auch macht, so Kamikaze-mäßig, dann können wir das ja wohl auch nutzen. Und es hat verdammt nochmal funktioniert. Alles klar. Das war dann Mission Nummer 5, Kommandoübernahme. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war spannend an manchen Stellen, weil wir haben jetzt gerade am Ende gesehen, der musste ein paar Mal neu ansetzen, aber trotzdem, glaube ich, alles in allem, schöne Mischung aus jede Info, die man kennt, einsetzen und wenn es auch nur Pech-Spam ist, es läuft irgendwie durch. Aber gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Däumchen werden Träumchen und ein Abo umso besser. Dankeschön und bis dahin. Bye bye. Tschüss.